So, hallo, Chickabalabelle, wow, zu Let's Fail. Ja, Fail. Ich kenne jetzt alles. Half-Life 2. Hallo, Alex, ich kenne dich. Und wir machen das alles Ganze im Speed-Mode. Denn hier gibt es rein gar nichts. Denn ich super besonderer Held. Wer hat es gedacht, ne? Reden wir trotzdem mal mit ihr, weil ich super unglaublicher Held habe das alles schon gespielt gehabt und bloß das Problem. Wie soll ich sagen? Ja, mein Mikro war stumm. Scheiß Fehler passiert aber mal. Und ja, mein Gott. Ja, hier ist ein Luftschacht. Leck mich. Komm. So eine Kiste. So ein Paket. Hindert mich doch nicht. Ah, okay. Ich dachte schon. Dann gehen wir hier durch und... Huch, was kommt denn jetzt? Vielleicht sollte ich mal schießen um die Ecke laufen. Yeah. Oder schießen runter. Hä? Oh, hallo. Okay, so. Vielleicht sollte ich mich ducken. Dann hätte mein super vorhersehendes Whatever auch geklappt. Ja, das sind so komische Laserfallen, die wir so umgehen. Und dann mache ich es einfach, wie ich es letztes Mal auch gemacht habe. Nämlich so raus. Dann springt mich gleich ein Viech an, das nicht überlebt hat. Whatever. Vorne hat mich da so ein Viech angesprungen, das überlebt hat und hat gedacht, hey, lololol, trollolol, und Penis. Und ja, danke, dass du aufgehst. Ja, ich hole mir schnell die Granaten und mach's auch so, wie ich's da gemacht habe. Nämlich so. Nämlich so. Geh auf. Oh, oh. So. 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 Ich den erwischt. Okay, so. Ja, meine Leben sind mal wieder heldenhaft. Okay. Schnucki! Schnucki! Wieso braucht... Zwei Schüsse, das ist nicht nett. Egal. Bams. Oh, Schild. Dankeschön. War noch welche? Ich glaube nicht. Aber da war, glaube ich, Geschütz. Oder habe ich die schon weggehauen? Ja, ich habe sie schon weggehauen. Bin ich nicht ein Genie? Nom 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 nom. Den hatte ich ganz vergessen, genau wie dich. Nom nom nom. Und dich hatte ich auch vergessen. Wieso habe ich plötzlich zu viel Leben? Alter. Willst du mich eigentlich verarschen? Ja, da habe ich auch nicht lang rumgerätselt. Mir war es schon ziemlich klar, was man da machen musste. So, ich nehme am besten gleich die Shotgun. Hui, was für ein Zufall, dass das jetzt frei ist. Dann sammle ich das Zeug schon hier so ein. Wo ist denn da? Vergessen, vergessen, vergessen. Bams. Bams. Oh, da hinten sind auch noch welche. Stimmt. Man hätte es nicht geglaubt, wäre... Bums, 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 ja. Wären grüne Eier nicht grün. Oder gelb, oder blassblau getupft, oder... ja, genau. Ladedaten, genau. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Das ist unglaublich, nicht wahr? Man möchte es kaum glauben. Ja, hier, ich weiß, wo ihr steht. Bams. Und... oh Gott, was mache ich denn? Ich bin ein besserer Pumpganese. Oder... ihr mich auch nennen wollt. So, jetzt kommen viele Typen und ich als Genie weiß natürlich, was sofort zu tun ist, weil ich davor irgendwie ziemlich nicht so wusste, was ich tun musste mit den Geschützen. Uff, dankeschön. Jetzt kommt Tower Defense in Half-Life 2. Ich baue für 50 Gold jeweils zwei Towers. Hierhin verrammel mich, nachdem ich mir Raketenwerfer... hatte ich letztes Mal nicht, Bams. Hier rein, das ist eine gute, ein guter... Wie nennt man das? Sniper-Spot. Spot. Halte die Stellung. Ja, ich bin ein Meister der Stellung. Und das wird jetzt eine ziemlich langweilige Prozedur, wo ich einfach nur warten muss. Und zuschauen muss, wie Leute sterben. Schaut nicht hin, es ist tot. Ey.
Und davor habe ich so ein lustiges Lied gesungen und es ging nämlich irgendwie so Leben. Langweilig, langweilig, langweilig. So in etwa. Und das will ich euch diesmal nicht antun, sondern irgendwie irgendwas machen. Ich will, glaube ich, welche mit Raketen abschießen. Nein, das wäre irgendwie Selbstmord. Ich glaube, ich mache mit der Chrome ein bisschen was kaputt. Stirb. Boah, oder mit der. Ach Leute, das ist hier so sinnlos, was die hier eingebaut haben. Das ist ein langweiliger Schnöselböselgrödel. Oh, da kann ich irgendwie nur random Shit bauen. Wie zum Beispiel hier gegen die Wand laufen oder dieses Licht anschauen und sagen, wie toll es ist. Oder, kann ich irgendwas sagen? Lass mich mal kurz überlegen. Nein. So. Werft meine Geschütze noch einmal mit Granaten ab und ihr seid Granatenfutter. Egal, gehen wir wieder in meine schöne Aufbewahrungsbox. Und was wollte ich sagen? Jetzt müssten eigentlich gleich... Müssten die eigentlich kommen. Oder? Ja, Hallöchen! Hä, woher wusste ich denn das? Unglaublich. Ich bin ein wahres Naturtalent in Sachen. Jetzt kommt Nummer 2. Ich weiß doch, dass du gleich kommst. La 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 la. Alter. Na, oh, da bist du. Bams! Bams, bams. Gut, jetzt muss ich nochmal kurz warten, bis die letzte noch... Oder muss ich den da oben da abschießen? Ich glaub schon. Au! Seit wann kommen da 3? Letztes Mal sind nicht 3 gekommen. Kollege ist... Ist er tot? Nein. So. Jetzt sollte gleich Alex kommen. Ich weiß nicht, wo sie kommen sollte, also... Ja... Ich weiß nicht, vielleicht... Vielleicht die Treppen? Nee, ich glaube nicht. Das wäre viel zu einfach für sie. Ich glaube, sie nimmt die tolleren Wege, aber... Wo denn? Woher könnte sie denn kommen? Jetzt ganz schön. Kann es etwa sein? Ja. Ja, okay. Man darf nicht drunter stehen. Auch gut. Hallo, Alex. Ja, servus. Ich beschütze dich mit super Autogeschützen, die ich für dich bestellt habe. Schrank. You do not belong into here. Au! Verpiss dich! Du Drecksding. Wie es trotzdem noch hier halten kann. Bams. Ich wollte dich beschützen, genau. Ah ja, genau, das ist wichtig hier, dass die will jetzt was machen und jetzt sieht man hier, die kennen wir doch irgendwo her. Ja, was soll ich sagen? Verräterin, sie hilft den Bösen, um mich zu fangen, weil die auf mich steht, du geile Tratschtante. Aber Alex ist immer noch die Beste, ne? Hallo, Alex. Tja, deine Gefühle haben dich wohl geblendet. Gefühle mit Gefühlen hat das nichts zu tun. Fakt ist doch, dass meine Hände verdammt hat in uns. Da gibt es nichts zu besprechen, Dr. Marshman. Diesen Mann, ich geht. Bitte, Dr. Bohne. Dieser, das glaube ich nicht. Unglaublich ist das. Auf geht's, Gordon. Jetzt muss es wirklich schnell gehen. Okay. Ah, okay. Gut zu wissen. Letztes Mal habe ich genau hier aufgehört, als ich gewartet habe. Ich geh mal hier lang. Okay, da geht's nicht lang. Also ich habe da oben gewartet, bis die endlich losgeht, aber ich muss anscheinend als erstes losgehen. Trollolol. Das gefällt mir hier nicht. Frage, wie sind die hier reingekommen? Danger. Oh, Hallöchen.
Das riecht wieder so nach Zombie-Alarm. Aber Frage. Frage. Weg. Naus? Wie sind die hereingekommen? Die können doch nicht irgendwie so in Massen reinkommen, wenn hier überall Kisten und so im Weg liegen. Jetzt kommt doch bestimmt irgendwie Zombie-Tag und Penis und. Hallo? Hallo? Noch mehr? Da war noch eine dritte. Not? Not. Whatever. Haben wir hier noch irgendwas? Ah, Hallöchen da oben. Das heißt, hier ist es jetzt wieder blind. Das kenne ich jetzt nicht mehr. Waren wir hier nicht schon mal? Möp. Ah, ich sehe schon, das Wasser ist an der Strom. Haben wir hier irgendwas, um das auszumachen? Ah, ich sehe schon, glaube ich, was ich tun muss. Servus! Was? Schießen die mich ab? Nein. Irgendwas hat mich gerade abgeschossen. Ich habe gerade Leben verloren. Ich fordere eine Erklärung. Warte, ihr schafft das? Au. Mhm. Ja. Unfair und... So. Ah, spuck doch keine Maden oder so aus. Ich hasse Maden. Ja, aua, tot und Friede, Freude, Eierkuchen und... Oh. Echt, Kinners. So kann das doch nicht gehen. Was? Was macht mir hier bitte Schaden? Das ist... Nein, okay, ich bin tot, danke und tschüss. Blablabla. Ich stell mich schon wieder an wie ein Fuchs im Fuchsteufelswilden, Fuchsteufelwildwald an. Ja, schön und Mutter Maria und Gott und... Kadabusch, hä? Wie soll ich das schaffen? Erstmal du, mein Freund. Hier können wir rüber. Da geht eine Leiter hoch. Und hier ist... Du, Mann! Alter, jetzt... Höchstwahrscheinlich müssen wir die Kisten benutzen. Benutzen wir sie. Bams. Und Bams. Und Bams. Nein. Komm her, Kollegas. So. Ja, ich will runter, danke. Bams. So. 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 Okay. Ich habe Angst. So. So. Gerard. Ja, war ja klar. War ja irgendwie super klar, wie ich das wieder wie ein Meister löse. Ey, ein Versuch und dann habe ich keine Lust mehr und keine Zeit. GG, wo ist Master Crab of the Head Crabbing Land? Penis Monsters. Da war noch einer, egal. Hallo? Hallo, der ist unten. Chakamo! Ach, genau, ich kann auch einfach hier rüber springen. So. Dann machen wir das so. Und so. Und so. Okay. Hallo? Hä? Tut mir leid, ich blicke gerade. Gar nichts. Leider runter. Komm her. Komm her. So müsste das funktionieren. Au, au, so. Und ich glaube, auf dieser Seite des Wassers, des Ozeans, des Flusses, der Strömung, das hört sich schwul an, mache ich Schluss für heute. Ich hoffe, jetzt hört man mich endlich. Danke, Mikro. Wie so knuffiges Mikro. Ja, du. Ja, kann ich. Ja, genau. Irgendwie so. Und bis. Tada.